Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. 2 Monate lang hat sie ganz gerade gestanden und ich habe sie in den 2 Monaten auch noch nicht umgetopft. Die ist noch in der Originalerde und im kleinen Originaltopf hier. Ich weiß auch nicht, was so eine Erde das ist. Ich denke mal ganz normale. Und ja, ich habe die jetzt ein paar Wochen nicht gegossen, weil ich einfach nicht dazu kam oder es vergessen habe und jetzt lässt sie ihren Kopf hängen und ist schief. Was ist hier los? Falls ihr das wisst, schreibt mir das doch mal bitte. Liebe Leute, ihr könnt euch doch noch erinnern, als ich euch meine Ananaspflanze gezeigt habe, die ich ja umtopfen wollte. Natürlich kam ich wieder nicht dazu und 1 Monat später sieht die arme Ananaspflanze jetzt so aus. Und jetzt weiß ich nicht, ich werde die jetzt hier umpflanzen, werde aber die Frucht hier lösen und werde dann den Schopf der Frucht einpflanzen und hoffen, dass er Wurzel bildet und sich das daraus was Neues ergibt. Ich hoffe mal, dass diese Pflanze dann Wurzeln schlagen wird hier von diesem Ananasschopf und ja, dass daraus dann wieder eine frische neue Ananas entsteht. Hier die ist mir dann irgendwie angefault. Wahrscheinlich, weil die einen Tag draußen war. Da war es so kalt und feucht. Dann habe ich die reingeholt. Wieder auf die warme Fensterbank. Ach so, und ich hatte die ja einmal mit diesem Spüliwassergemisch abgesprüht. Vielleicht hat sie das nicht vertragen. Kein Plan. Auf jeden Fall werden wir die jetzt erstmal umtopfen. Und hier diesen Schopf oder diese Ananas-Baby-Ananasfrucht erstmal abpflücken. Ja, dann kommt mal mit, Leute. Das möchte ich nämlich drinnen machen. Für das Umtopfen unserer Baby-Ananas-Pflanze nehme ich wieder mal die mediterrane Pflanzen- und Palmenerde von Neudorf, Neudohum. Und die ist besonders für kräftigen Wachstum und hat sogar noch einen hochwertigen Naturdünger. Natürlich werde ich euch die Erde in der Infobox verlinken. So, ich werde die einfach hier aus dem Topf rausnehmen und schaut mal, was für ein wunderbares Wurzelwerk diese Ananaspalme hat. Dann schauen wir mal, ob da ein paar Kindeln sind. Hier sehe ich ja einen kleinen Kindel. Ich hoffe, ihr das sehen könnt. Hier ist dieser Kindel. So können wir ja sogar 2 Ananaspflanzen draus machen. Und hier sehe ich noch einen Kindel. Und noch einen. Jetzt haben wir 3 Kindel. Und daraus werden wir uns jetzt 3 Ananaspflanzen machen. Wir werden jetzt erstmal die Ananaspflanze von der Erde befreien. Und dann zeige ich euch, wie man das macht. Die hier können wir mal wegnehmen, die brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Pflanze jetzt, warum die Frucht schon so verdorrt ist oder verfault ist. Naja. Jetzt reißen wir das mal einfach hier so auseinander und schauen mal in das Innere unserer Ananaspalme. Schaut mal, wie schön einzeln die schon hier liegen. Werden wir jetzt vorsichtig von der Mutterpflanze trennen. So, da haben wir schon die erste. Die werden wir jetzt so in einen kleinen Topf mit mediterraner Pflanzenerde eintopfen. So.
Schaut mal, wie schön die ist und wie vieles an Wurzelwerk da schon dran ist. So. Ich werde die noch einmal abspülen, die Pflanze, damit die nicht so voller Erde ist, und dann kommt die in die neue Erde rein. Und das Gleiche machen wir jetzt hier. Einfach vorsichtig abtrennen, nicht zu viel reißen, sodass wir so wenig Wurzeln wie möglich verletzen. Ja, das ist ja kaum zu glauben. Schaut euch das mal an. Liebe Leute, ich habe die Pflanze im August gekauft und habe gar nicht darauf geachtet, dass die so viele Kindeln hatte, oder habe es gar nicht gesehen. Hier sind die 1, 2, 3, 4 Kindel und hier ist die fünfte. Also habe ich jetzt 5 Ananaspflanzen, die ich mir alle schön ins Wohnzimmer stellen kann. Da freut sich meine Tochter. Oh. So, die habe ich hier einfach abgeknipst jetzt von der Mutterpflanze. Und da ist sie. Die ging jetzt einfach so von alleine ab. Ich hoffe mal, dass sie dann trotzdem weiter wachsen wird. Ich denke mal, das ist ja auch hier ein bisschen was an Wurzel. Deswegen vorsichtig sein beim Abtrennen. Man kann diese kleinen Kindeln einfach so abknipsen von der Mutterpflanze, so wie ich das eben gemacht habe. Mir ist es aber immer lieber, dass ich es direkt mit der Wurzel habe. So bin ich auf der sicheren Seite, dass die Pflanze dann doch schneller heranwächst oder schneller halt noch mehr Wurzeln macht. Mal schauen, wie ich die hier auseinander bekomme. Und die habe ich jetzt auch wieder einfach abgezupft. Einfach beim Runterreiben kommt es mir dann so entgegen. Und ich hoffe mal, dass die jetzt trotzdem weiter anwachsen in der Erde. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Jetzt schauen wir mal, wie ich die hier abkriege. Ja, wie beim Zahnziehen. Und da. So, da haben wir es ja. Schaut mal, wie schön ich das abbekommen habe. So. Hier seht ihr auch, dass es hier an dieser Seite an der Mutterpflanze festgewachsen war. So, dieses Kindel oder dieser Kindel. Und ich werde die Wurzeln jetzt auch nicht kürzen oder vielleicht ein wenig kürzen und sie dann schön eintopfen. Ein bisschen hier vertrocknet. Da
aber das macht nichts. Die Wurzeln sind noch vollständig hier erhalten. Wunderschöne Kindeln. So, jetzt die zwei hier noch loslösen. Vorsichtig ziehe ich hier auch die nächste Kindel runter von der Mutterpflanze, so dass ich auch das Wurzelwerk mit dabei habe, so wie hier. Toll oder nicht toll? Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, toll oder nicht toll? Ich finde es toll. Und schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr schon Ananas-Kindelpflanzen eingepflanzt habt, wie ihr die eingepflanzt habt und ob die bei euch gut gewachsen sind. Weil ihr wisst ja, ich bin Anfängerin, ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben gemacht und mache das heute zum ersten Mal. Und ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Und mein ganzes Wissen, was ich hier euch mitteile, habe ich mir eigentlich in den letzten 2 Jahren angeeignet. So ist das. Man lernt nämlich nie aus. So, hier ist die Mutterpflanze und hier hängt noch ein kleines Kindelchen. So, ich habe jetzt meine Erde hineingegeben und dann kommen hier einfach meine Pflanze hinein. Aber ich glaube, dieser Topf ist mal wieder nicht hoch genug und deswegen werde ich den Topf jetzt für die andere Pflanze benutzen. Und zwar für die süße kleine Ananas. Haut euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ananaspflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ananaskindel plus Mutterpflanze. So habe ich jetzt 7 Ananaspflanzen. Und das im Endeffekt für 4 oder 5 €. So, die Mutterpflanze hier wird jetzt schön eingepflanzt. Die braunen Blätter nehme ich ab, die brauchen wir ja nicht noch da dran. Das hier lasse ich aber so, die schneide ich jetzt auch nicht ab, oder? Da sollte ich sie abschneiden. Schaue ich mal gleich. Und wir werden jetzt hier die Baby-Ananas abtrennen und dazu einfach so machen. Weg ist sie. Abgebrochen ist sie. Seht ihr? Auch hier können wir die Blätter entfernen und dann kann unsere Pflanze gleich wieder schön weiter wachsen. So, kommen wir jetzt mal zu dem guten Stück hier. Schaut mal, wie die vertrocknet ist. Hier ist das Endstück, aus dem ja diese Baby-Ananas herausgewachsen ist. Schauen wir doch mal rein in die Ananas. Schneiden wir die einfach mal groß durch. Ja, die sieht ja gar nicht mehr toll aus. Schaut mal, das ist ja nichts mehr, ne? Wir trennen die mal hier von diesem kleinen Stamm. Und ich werde auch diesen kleinen Stamm später mal einpflanzen, aber bevor ich den einpflanze, werde ich den einfach in ein Küchentuch hineingeben und werde ihn im Küchentuch erstmal ein wenig trocknen lassen.
So sieht das jetzt aus. Das war ja das Bruchstück, an dem ich die Ananaspflanze abgebrochen habe. Und das war jetzt hier der Teil noch von der Ananaspflanze selbst, von der Ananasfrucht selbst. Und ich werde das Ganze, wie gesagt, gleich in ein Stück Küchenpapier eingeben und einfach dort trocknen lassen. Und mal schauen, was daraus wird. So, kommen wir jetzt zum Schopf der Ananas. Ich werde den Schopf einfach mal hier raustrennen. Versuche mal, den einfach rauszuziehen. Oh ja, geht doch ganz einfach mit einer leichten Drehung. Und dann habe ich das auch abbekommen. So, mal die Blätter ein bisschen entfernen hier. Sieht eigentlich von der Seite richtig gut aus und richtig frisch, gar nicht angefault. Oder was meint ihr? Wunderschön eigentlich. Und so werde ich vorsichtig hier auch noch ein Stückchen runterschneiden, aber minimal. So, das Ganze werde ich jetzt abtrocknen lassen und werde es dann einfach in die feuchte Erde hineingeben. Könnte ja möglich sein, dass das Ganze dann auch Wurzeln macht und einfach weiter wächst, so wie es ja auch hier bei der Kindel dann sein wird, die ich einpflanze. Und ja, hoffe, dass dort dann Wurzeln entstehen und die Pflanze schön wächst. Und dasselbe hoffe ich jetzt auch hier von diesem Baby-Ananas-Fruchtschopf. So, ich werde mir jetzt frische Erde machen und werde die Pflanzen umtopfen. Bis gleich. Hier, das werde ich dann doch abschneiden. So. Damit die braunen Stellen auch nicht weiter hochziehen zum Stamm der Pflanze hin. So, einfach ab damit. So. Eine richtig schöne Ananaspflanze. Und auch hier seht ihr ja, dass die Wurzel aus dem Schopf heraus wächst. Also müsste es ja theoretisch, so wie auch hier aus dem Schopf herausgewachsen, müsste es auch funktionieren, dass aus diesem Schopf heraus sich Wurzeln bilden und dort eine Ananaspflanze entsteht. Das oder eine Ananasfrucht entsteht, das sehen wir ja dann spätestens in einem halben Jahr. Also in ein paar Monaten. Und hier den Stiel der Ananasfrucht, den lassen wir so. Und ich hoffe mal, dass da auch noch etwas wächst und vielleicht ja sogar eine neue Ananasfrucht entsteht. Schaut euch mal an, wie süß diese zwei Kindeln hier zusammen sind. Ich habe die zusammen eingepflanzt, da die ja noch keine Wurzeln gemacht haben.
und damit die nicht so einsam sind und ja, die Umgebung halt bekannt ist für die Pflanzen, kommen die hier zusammen in den Topf hinein. So sieht meine Ananasplantage jetzt aus. Ich habe die ganzen Ananaspflanzen und Kindeln umgetopft. Ja, und die Mutterpflanze habe ich auch umgetopft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann wird es langsam Zeit, das zu tun, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.